Herzlich willkommen in der Denkgarage. Ja, Garage, nicht Fabrik, denn wir sind noch klein. Und wer kennt sie nicht? Die Menschen, die klein in der Garage angefangen haben und nun Großes bewirken. Heute dürfen Sie Zeuge sein, wenn es wieder darum geht, dass wir das neutrale, betreute Denken übernehmen. Wir, ein kleines Team von Experten, wissen nämlich ganz genau, was Sie benötigen, was Sie wollen und was Ihnen gut tut. Unsere Einsichten sind selbstverständlich nur auf Ihr persönliches Wohl ausgerichtet. Wir sind die Experten aus der Denkgarage. Unsere Lösungen sind alternativlos und immer verhältnismäßig. Man darf den Politikern immer vertrauen. Und mit diesem ganz wichtigen Thema, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begrüße ich Sie ganz herzlich hier in der Denkgarage, wo Sie gleich durch unsere vier top angesehensten, international bekannten Meinungsbildern mit den ehrlichsten Wahrheiten, aber auch mit den unwahrsten Verschwörungstheorien gleich konfrontiert werden. Zu diesem Thema habe ich die folgenden Experten einladen dürfen. Das ist einerseits auf meiner einen Seite der Dr. Med. Simon Feldhaus. Herzlich willkommen, lieber Simon. Schön, danke. Unser Umweltexperte Erich Meisert, ebenfalls willkommen. Servus. Der ärztliche Direktor aus Konstanz, der Dr. Med. Kurt Mosetter, ebenfalls herzlich willkommen. Und unser Professor hier am Tisch, Professor Dr. Carsten Bartsch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Diese Zeit muss sein. Das muss natürlich sein. Und eben zu diesem Thema, darf man den Politikern immer blind vertrauen, gehen wir jetzt gleich in die Denkpause und legen dann nach dem Intro sofort für Sie los. Ja, und da sind wir wieder und auch da habe ich mal wieder Google gefragt, was sagt denn Google zu diesem Thema? Und ein Zitat von Lauterbach habe ich gelesen, mit Ehrlichkeit kommt man nirgends hin. Das hat mich zuerst total in eine Depression geworfen. Also ich muss ja sagen, dich hat es in eine Depression geworfen, mich hat der Titel der Diskussion schon in eine Aggression geworfen. Ja. Darf man den Politikern vertrauen? Man muss doch! Ja. Also wie kann man denn überhaupt so etwas nur in Frage stellen? Mhm. Es muss doch irgendwo ein Monopol auf Wahrheit geben, oder? Mhm. Also jetzt guck dir doch mal an, diese Wissenschaft, die haben alle immer unterschiedliche Meinungen. Da wird man doch nur verrückt. Mhm. Dem Papst hören auch nicht mehr alle zu. Ja, also bleibt doch nur noch die Politik, die sagt, da geht's schlank. Mhm. Ja, und dem muss man doch folgen. Also das ist doch, ich verstehe die Frage gar nicht. Ja, aber sowas von, ja. Also, das ist doch außer Frage. Oder ich frage euch mal, was sagt ihr? Bei der fundierten Ausbildung, die die einzelnen Leute haben, die sind ja wirklich Experten in ihrem Feld. Die Eliten. Also genau, auch in dem Außenministerium, im Gesundheitsministerium. Bei der Energiepolitik sieht man das besonders. Ausgewiesene Experten. Ja, Verteidigung. Die vergisst die 5000 Helme nicht. Bei der Ausbildung, bei dem fundierten Hintergrund, bei der Reflexion, bei dem Austausch mit internationaler Gruppe, da würde ich sagen. Stell dir mal vor, so ein Bundeskabinett, wenn du alleine so viel geballte Expertise an einem Tisch sitzen hast. Wer mag denn bitte das in Frage stellen, was da so als Schwarmintelligenz und als Resultate dieser Schwarmintelligenz kommt. Sie können auch so aus der Hüfte entscheiden, so schnell innerhalb von zwei Minuten. Und ja, aber das liegt ja nur an diesem Genius, der in dem Raum schwebt. Mhm. Ja. Mhm. Aber eins darfst du nicht vergessen, die bringen uns ja neues Denken bei. Ja. Völlig neues Denken. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, wenn der einer sagt, ja, ich zahle jetzt meine Miete nicht mehr, ich zahle meine Leute nicht mehr, aber pleite bin ich nicht, dann ist ein ganz neuer Denkansatz. Ja. Ja. Ganz ein neuer Horizont. Ja. Sonst denkst du, ich zahle nicht mehr, ich habe keine Miete, keine Angestellten, zahle ich einfach nicht mehr, brauche nichts verkaufen, aber pleite bin ich nicht. Nein. Das sind ganz neue Denkansätze. Ja. Also, aber schau, das ist doch die herrlich. Digitale Welt. Darum werden wir regiert. Darum werden wir regiert von den Leuten. Weil es dich erweitern, sie sind gescheiter als uns. Du sagst, hallo, ich zahle nicht mehr, dann kommt der andere und sagt, du bist insolvent, du hast dich strafbar gemacht. Nein. Die Regierung ist gescheiter, die sind größer als wir. Das ist wie beim Netflix-Schauen. Ja? Du sitzt vorm Fernseher, schaust Netflix und musst mal zum Kühlschrank dir ein Getränk holen oder vielleicht in die Fliesenabteilung, also den umgekehrten Weg gehen. Was machst du? Du hältst einfach mal kurz den Film an, damit du nichts verpasst. Ja. Und jetzt lernen wir plötzlich, hey, wir können aus der digitalen Welt für die reale Welt. Wir halten einfach mal unser Leben an. Wir halten unseren Betrieb an.
nicht mit einer Insolvenz zu verwechseln. Nein. Das wäre quasi der Stromausfall bei Netflix. Ja. Und auch mehr Sozialkompetenz, denn unter Corona, unter dem Gesundheitsaspekt, war schon die gegenseitige Überwachung sehr erfolgreich. Ja. Dass sozusagen der eine guckt hat, hier sind mehr als 3 Kinder auf dem Spielplatz. Ja. Der andere gesagt, hier ist jemand ohne Maske in einem Café. Ja. Und diese Überwachung, die sehr gut funktioniert hat, die wird jetzt in der Energiepolitik umgesetzt. Das ist eigentlich, da spart man Geld. Ja. Und wenn es über 19 Grad ist, dann ruft man die Polizei und die kommt dann. Ja. Und deshalb kostet die Überwachung kein Geld, weg die soziale Überwachung. Warum bist denn du gestern Abend um 20 nach 10 eigentlich noch aus dem Haus gegangen? Egal, das ist nicht. Und warum hast du Sport gemacht gestern? Du hast Körperwärme entwickelt. Ja, damit warst du bei 20 Grad. Ja, also beweg dich nimmer. Beweg dich nimmer. Ist deine Chips. Etwas präzisieren. Das mit den 19 Grad, das kam tatsächlich gestern in der Zeitung. Ich habe das auch gelesen. Es könnte Gefängnis geben und Geldstrafen für Heizsünder, wenn über 19 Grad gewärmt wird. Aber der Guy Barmele, unser Bundesrat, hat das natürlich bereits wieder relativiert. Er hat gesagt, die Polizei geht nicht bei jedem vorbei. Es kann aber punktuelle Kontrollen geben. Schließlich sind wir kein Polizeistaat. Also ich finde, das ist sehr vertrauenswürdig. Und da hat er sich eben Herr Habeck angeschlossen. Ja. Denn der hat schon vor einiger Zeit das so mit ins Spiel gebracht. Aber natürlich nicht im Sinne von Überwachung, sondern im Sinne von Sicherheit. Ich sehe da auch unglaubliches Missbrauchspotenzial. Jetzt haben ja viele Menschen Angst, dass ihre Heizkosten im Winter nicht mehr bezahlen können. Ja, was muss ich jetzt eigentlich machen? Eigentlich nur mal einmal so die Richtung, richtig die Heizung aufdrehen auf 28 Grad. Die Polizei kommt, steckt mich ins Gefängnis und die nächsten 3 Monate ist es stabil, wahrscheinlich auf 19 Grad geheizt und es kostet mich nichts. Ja, ja. Und vielleicht kann ich das dann auch noch mit der, ich halte gerade mal mein Leben lang Taktik, mein Leben an Taktik kombinieren. Also, es wiederum, tut sich ganz all in one, Komplettlösungen. Ja? Sehr schön. Ja. Ich habe da noch ein Zitat gelesen eines amerikanischen Politikers, der schreibt, man kann, 2 Dinge sind in der Politik wichtig. Das erste ist Geld und an das zweite erinnert er sich nicht mehr. Ja, dass von einem Politiker kommt, ist es natürlich richtig. Ja, natürlich. Ja, ja, man sagt immer, sie können nicht denken oder sie studieren nicht in die Zukunft, aber sie studieren ganz genau auf die nächsten Wahlen hin. Ist auch ein Zitat, was ich hier gerade gebracht habe. Und die Politik verdirbt den Charakter, sagt eine deutsche Kunsthistoriker. Ja, damit muss es falsch sein, sie ist keine Politikerin. Ja. Kunst, geh. Politik ist eine Unterhaltungsabteilung der Wirtschaft. Was meinst du zu diesem Zitat, was der Frank Zappa sagt? Ja, also auch Frank Zappa ist ja jetzt kein Politiker. Also insofern ist diese Auffassung ja grundsätzlich schon mal in Frage zu stellen. Und bei Politik und Wirtschaft gilt es doch einfach, dass auch die Wirtschaft einfach immer dem Wahrheitspostulat der Politik eins zu eins zu folgen hat. Und allein dann wird doch alles gut werden. Ja, und ich könnte ihm ja sogar insofern recht geben, als dass ich sage, ja, das ist ja dann unterhaltsam für alle, weil es wird das Beste für uns alle rauskommen, wenn wir das einfach nur tun, wenn wir diese allgemeine Wahrheit der Politik anerkennen, dann wird es uns allen gut gehen. Und wir werden ein unterhaltsames Leben leben. Klar. Ja, ja. Ich habe eine groß angelegte Studie gefunden, die in der Schweiz gemacht wurde. Man hat geschaut, welchen Berufen die Schweizer am meisten vertrauen und welche am wenigen. Und auf der Top-Liste steht natürlich unsere geliebte Feuerwehr, Krankenpfleger, Ärzte, ihr kommt übrigens gut raus, Gratulation, Polizisten, Bauern und die Küche. Und das, was die Schweizer gar nicht vertrauen, ist also wirklich, das sind die Radiomoderatoren, die Fernsehmoderatoren, also ich kann erzählen, was ich will. Journalisten, Banker, Politiker, Finanzberater, Versicherungsberater, Fußballspieler und die Werbeleute. Das hat wirklich erst unten durch. Ja gut, aber das ist eine Studie, die war irgendwie 1930. Also 25. Weil 2022 ist umgedreht. Genau. Ich meine, das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren ja geübt und es war ja auch zu sehen, dass die einzigste Wahrheit wurde von den Medien dargestellt, abgesprochen mit den Politikern natürlich, damit das Ganze geht. Herr Lauterbach hat ja als einzigster die Studien gelesen, die es überhaupt auf dieses Thema gab und vor allem hat er sie verstanden, was in den Studien steht.
Und dadurch das dann natürlich entsprechend mit den Staatsmedien dargestellt. Mhm. Und seitdem ist es ja so, wenn irgendwas im Fernsehen kommt, sind bei allen Schweizern sofort, jawohl, das ist klar, weil sobald es in den massenmedialen Präsenzen war, wurde dem gefolgt. Und das ist ja genau die Idee. Weil dadurch bin ich vom Denken befreit, ich laufe, ich mache das Richtige, ich muss nicht nachdenken, ich kann alles tun, stecke meine Kinder morgens in einen Ganzkörperanzug mit Maske, lasse sie in die Schule gehen und das funktioniert. Und jetzt diese Schule ist veraltet. Wenn man Herrn Lauterbach fragen würde, würde er bereits 10 neue Studien ziehen. Ja, ja, empirisch betrachtet ist das mit den Fußballern ja auch so. Weil wer ist denn bitte in Deutschland die einzig wahre Instanz? Ja. Franz Beckenbauer. Ja. Ja, also wen bitte soll ich denn sonst fragen, wenn niemand weiter weiß? Ja, und glauben immer. Ich meine, die Spieler, schau mal, die machen ihr Busserl dahin und dem Verein und übermorgen. Ja, also Fußball sind wirklich glaubhaft. Und das sieht man ja auch immer. Sobald sie das tun, wechseln sie nie wieder zu einem anderen Verein. Nein, das ist, ja. Genau, richtig. Ja. Also, ich möchte mich da nicht anschließen, es muss veraltet sein. Also, wenn wir heute die Umfrage nochmals machen würden, würde sie ganz anders rauskommen. Gnadenlos. Dann wären die Politiker auf Nummer 1. Nummer 1, Fußballer auf Nummer 2. Weil sie haben uns jetzt auch wirklich über die letzten zwei Jahre in den Eck wirklich ganz eng an der Hand genommen. Sie haben uns ja überzeugt mit ihrer Weisheit. Steil aufwärts. Ja. Die Wirtschaft, die Gesundheit, die Gesundheitskosten, steil aufwärts. Wenn man den Umsatz von Moderna sieht, ich meine, das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Ich kenne keine Firma, die einen dermaßen Umsatzanstieg hat. Das ist natürlich die Macht der Politik. Und die Gewinne von der BioNTech. Uns freut es ja, wenn wir Geld verdienen. Ja. Die Milliarden vorher haben sie nur verlustig gemacht, die armen Kerle. Und jetzt auf einmal. Die Firmen werden es in unser Gesundheitssystem wieder investieren. Das sind ja alles sozial denkende Firmen, die nur zum Wohle der Bevölkerung arbeiten und werden dieses ganze Geld in die Ausbildung in neue Schulen und Ähnliches investieren. Ja. Das ist natürlich alles, was die Politiker von vornherein festgelegt haben, wie man ja in diesem veröffentlichten Dokument sieht. Die Verträge, die Schweiz geschlossen hat, konnte man nicht so gut lesen wegen der Schwärzungen, aber es war klar, dass da drin steht, dass eben diese Firma automatisch. Und auch das war eben schön, weil das ist ja das, wo der Wirtschaft geholfen hat. Man hat ja von Staats wegen diesen Impffirmen zugesichert, dass jegliche Art von Ansprüche, wenn irgendeine schlechte Reaktion auf eine Impfung passieren könnte, jegliche Art von Ansprüche vornherein ausgeschlossen sind. Das heißt, dass niemand auf eine solche Firma irgendwie zugreifen kann und sagen kann, ihr habt da irgendwas vielleicht übersehen. Nee, die meinen so gut, das darf man nicht. Von vornherein wird der Staat diese Firmen schützen. Ja, und das ist natürlich... Das ist Politik. Ja, das ist doch auch sinnvoll. Ach, jetzt überleg doch mal, in einem Restaurant würdest du sagen, also Entschuldigung, mein Schnitzel war kalt, mein Bier war warm, ich bin unzufrieden und ich möchte jetzt nicht bezahlen. Ja, wo kommen wir denn da hin? Also das ist und doch ein Irrenhaus. Die meinen es so gut, wirklich. Schau es da an, schau ins Gesicht rein, die meinen es so gut. Ja. So weil der nächste Schritt ist, dass man die Autohersteller auch von der Haftung befreien wird, wenn ich einen Unfall baue. Weil das ist dann ja alles, wenn die irgendwie einen Fehler im Auto haben und die machen irgendwas falsch in ihrem Auto, dann muss man sie von der Haftung befreien, weil warum? Es ist ja nicht das Schuld der Autofahrer gewesen, der Autohersteller gewesen. Es ist immer nur der Fahrer. Genau. Und das wäre halt eine schöne Idee. Der hätte seine Bremse kontrollieren müssen. Genau. Und als zweites kommen die Autohersteller, dann die Flugzeughersteller. Also diese ganze Produkthaftung. Ausgemachter Unsinn. Als ob ein Hersteller für irgendwas, was er macht, irgendwie haften soll. Und das haben die Politiker frühzeitig erkannt. Ja. Da sind sie uns weit weg. Diese Verhandlungen in Handelsabkommen, es geht immer um Produkthaftung. Genau. Hält nur auf. Ja, und viele haben das noch nicht verstanden, dass es ja da eigentlich um die Wirtschaft auch geht. Ja. Das heißt, die Politik hat es sehr schön dargestellt. Es gab zum Beispiel im Kontext Schmerz, das hat die Techniker Krankenkasse untersucht. Im Jahr 2010 hat die Bundesrepublik Deutschland nur 26 Milliarden Euro ausgegeben gegen Rückenschmerz. Und dann hat man das neu aufgegleist, dann war es 2018 49 Milliarden. Ja. Und jetzt sind es 60 Milliarden. Ja. Und dann alle beschweren sich, dass das so viel Geld kostet. Aber das ist der größte Markt. Ja. Und deshalb ist auch mit weiser Voraussicht ist klar, dass da Gewinne erwirtschaftet werden. Ja. Und das Ganze gibt macht schon sich Steuern und das gibt wieder Geld. Genau, und es wird verteilt. Ja. Das heißt, wenn alle das bezahlen, zahlt keiner so richtig viel. Ja. Aber wenn jeder ein bisschen mehr bezahlt, das ist wie mit dem Strom und mit dem Gas, dann überlebt man das natürlich auch. Ich finde es auch cool jetzt mit der Inflation. Weißt, wir bekämpfen Inflation durch die Erweiterung der Geldmenge. Man schenkt Geld, man erhöht die Geldschleusen und. Und das ist wirklich ein super Kampf gegen Inflation. Hat schon immer sich bewährt.
Ja, also ökonomisch fundiert. Möchte ich nur noch das letzte Thema anschneiden. Wie können wir die Zuschauer schützen davon, von solchen Sichtweisen, alternativen Medienberichterstatten, die immer wieder auf unseren geliebten Politiker herumhacken? Ja, indem das man einfach nur, also das habe ich ja eh schon gefordert, es gibt einfach nur noch ein Fernsehen. Es gibt das Schweizer Fernsehen. Mhm. Ich meine, hier dieser komische Sender ist ja eh Unsinn. Ja, ich mache ja nur Thema Gesundheit, keine Politik. Das, ja, also es gibt einfach einen Schweizer Sender. Diese Medienvielfalt muss aufhören. Gut, die sagen eh immer alles das Gleiche. Das kann man dann auch noch verkürzen auf einen Sender. Es gibt eine Zeitung, einen Sender und Co. Erstens spart das Kosten. Ja. Zweitens ist die Informationspolitik sehr klar. Es ist alles logisch. Und ich meine, die Politiker sind einzig und erhaben und wissen, wie es geht. Man hat es jetzt ja gesehen. Ja. Wenn man jetzt irgendwas macht, dann kann man jetzt mit einem durch Zahlen ein Zertifikat kaufen, wo dann die CO2-Neutralität wiederhergestellt wird, indem ich 10.000 Franken zahle. Das ist der normale Mensch würde das niemals begreifen. Ja. Nie. Ja. Genau. So kommst das du in den Himmel. Das war früher schon so. Das war früher ging man zum Priester, ich habe da gesündigt, hier hast du zwei Ave Maria und 10.000. Und jetzt heute nur ein Wort kauft die Politik gesund. CO2-Neutralität. Das kann man kaufen. Das ist das Modell der Zukunft. Das. Also ich bin da ganz anderer Meinung. Ich finde, wir müssten hier unbedingt auf Eigenverantwortung setzen, aber die natürlich lenken. Ja, ich bin absolut überzeugt, Eigenverantwortung wird es bringen, Medienvielfalt. Wir dürfen nur eins nicht vergessen, bitte das Grundgesetz erweitern um zwei Sätze. Erster Satz, die Politik hat immer recht. Zweiter Satz, sollte dies einmal nicht so sein, tritt der vorherige Satz in Kraft. Wenn wir das haben, fahren wir mit Eigenverantwortung wunderbar. Ja. Ist auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass du selbst entschieden hast. Man hat selber in der Hand. Jeder ist seines eigenen Glückes Journalist sozusagen. Genau. Ja, und da haben die Leute mehr Zeit zum Arbeiten und müssen nicht so viel denken. Ja, es gibt auch unsinnige Diskussionen, weißt du, Konfrontationen, zum Teil auch wirklich. Und Spaltung. Wie viele Familien haben sich zerstritten. Nur weil es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Die darf es gar nicht geben. Nein. Ja, die müssen alle auf eine schwarze Liste registriert werden, finde ich. Und vielleicht auch so irgendwo mal in ein Lager gesetzt werden, ein Umerziehungslager. Das finde ich auch richtig so. Wir könnten dann das White Book der Wahrheit machen, also das Weißbuch der Wahrheiten, also ein Zweiseiter, der wird dann wahrscheinlich auch reichen. Es gibt eben erfolgreiche Konzepte, die haben das schon gut durchexerziert. China, Nordkorea, da funktioniert die soziale Überwachung und da funktioniert die Kontrolle. Und dieses Modell ist so erfolgreich, dass man das eigentlich in Italien auch schon eingeführt hat. Und so ist wirklich so, man sagt ja die böse Chinesen, aber Prato und Bologna und Bergamo und Mailand, Cremona, da haben die Chinesen das jetzt schon erfolgreich an Europa weitergegeben. Und das nennt man Clean City. Ja. Und mit der Clean City spart man Polizei, Militär, Aufstände, Unruhe, Denke, denn die gegenseitige Überwachung, die macht Schule. Und jetzt gibt es eben einige, tatsächlich aus Deutschland, die haben Clean City in Bologna schon betrachtet. Und mit so Clean City, mit dem Punktemodell übrigens funktioniert es, die meisten wissen das ja, es wird so ein bisschen argwöhnisch betrachtet, mit dem Punktesystem. Mit dem Punktesystem aus China, jetzt in Bologna, rückt es näher. Und da schauen wir mal, dann wird es noch übersichtlicher. Ich würde dich gerne überwachen, muss ich ehrlich sagen. Unbedingt. Also ich frage euch mal, wann habt ihr denn von der letzten gewaltsamen Großdemonstration mit Ausschreitungen in Pyongyang gehört? Hat es noch nie gegeben. Hat es doch nicht gegeben. Da gibt es Begeisterung, gute Laune, Sportfeste ohne Ende. Also zentrale Versorgung der Bevölkerung. Da ist sichergestellt. Alles gut. Das Volk muss auch nicht immer alles hören. Weißt du, es verunsichert auch so. Ein kleiner Filter, der uns schützt vor solchen negativen Botschaften. Und wir wissen alle, negative Botschaften geht auf die Psyche. Das macht uns krank. Also ich denke, wir haben in diesem Thema ganz klar genügend diskutiert. Die Fakten liegen ganz, ganz klar auf dem Tisch, liebe Zuschauerinnen. Zuschauer, und es kann eigentlich gar keinen Raum geben für eine erweiterte Sichtweise oder eine andere Sichtweise. Die Politiker sind wirklich vertrauenswürdige Personen und das lege ich auch meine Hand aufs Herz. In diesem Sinne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann ich Sie nur noch ganz herzlich bitten, diese Sendung auch wieder an alle diese Schwurbler weiterzuleiten, an diese Verschwörer, an Esoteriker, an diese Aluhutträger und eben auch an diese alternativen Medien, in der großen Hoffnung, dass wir dadurch ein bisschen mehr das neutrale, betreute Denken fördern dürfen.
Und bevor Sie uns auch gleich wieder zuspammen oder mit E-Mails konfrontieren und verfluten, achten Sie einfach bitte noch was darauf, was während der ganzen Sendung hier unten links gestanden hat. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir sehen uns bald wieder. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander. Das Parteiprogramm ist die neue Bibel.